Ja, hallo. Wir sind immer noch im Themengebiet der Vektoranalysis und im Speziellen hier im Gebiet der Kurven, der ebenen Kurven bzw. der Kurven in R2 und R3. Aber hier die Aufgabe, man sieht schon, läuft für eine ebene Kurve, also in R2 ab. Ja, die Aufgabe ist eine relativ einfache Rechenaufgabe. Ich möchte sie jetzt trotzdem vorrechnen, um ein paar Begriffe nochmal hervorzuheben. Also hier geht es jetzt um eine parametrisierte Kurve, das ist, was wir als einen Weg oder eine parametrisierte Kurve bezeichnet haben, also wirklich eine Abbildung von einem Intervall. Ja, eigentlich hatten wir hier ein Intervall a bis b. Jetzt steht da ein unendlich. Das macht es schon ein bisschen anders. Ich werde gleich erklären, wie das zu verstehen ist hier. Und das ist die Vorschrift, die die Kurve abbildet. So, im nächsten Schritt sollen wir die Kurve skizzieren, das heißt das Bild der Abbildung in R2 wirklich zeichnen. Und dann, das ist, was man üblicherweise möchte, ja, also dass man irgendwie eine Vorstellung hat, wie die Kurve in R2 abläuft. Und in Teil B machen wir die Rechnung, ob es sich um einen regulären Weg handelt. Das heißt, wir betrachten die Ableitung und schauen, ob diese verschwindet. Teil C macht nochmal Tangenteneinheitsvektor, also das, was der Tangentialvektor in dem vorigen Video war, und normalen Einheitsvektor. Das heißt, hier ist es nochmal Einheitsvektor hervorgehoben. Das heißt, dass wir den wirklich normieren. So, ich wollte jetzt noch kurz darauf eingehen, was das hier bedeutet. Naja, wenn da steht 0 bis unendlich, meint man im Prinzip betrachtet die Kurve 0 bis r mit der gleichen Vorschrift. Ja, das ist jetzt vielleicht ein anderes Gamma. Ich will es jetzt nicht zu verwirrend machen. Aber das ist eigentlich, was man meint. Betrachte die gleiche Kurve, aber lasse das r beliebig. Und dann kann man auch das r nach unendlich schicken am Ende. So, r ist jetzt aber ja, aus r, beziehungsweise natürlich größer 0, aber beliebig. So, das ist, was man hier meint. Deswegen ist es auch wieder von der Form ab, aber das r ist in dem Sinne egal, wie weit wir gehen. Deswegen zeichnet man da ein unendlich. Damit hat die Kurve im Prinzip kein Ende. Man kann den Endpunkt aber beliebig setzen durch dieses R. Also so ist es gemeint. Das verallgemeinert den Begriff ein wenig, aber nicht wirklich. So, für die Skizze. Also für die Skizze fangen wir mal hier eine neue Seite an. Was machen wir jetzt? Naja, wir wissen, wie die Vorschrift lautet. Vielleicht schreiben wir die nochmal hin. Also man kann auch das T nach vorne ziehen. Dann sieht man schon vielleicht direkt, was hier passiert. Kosinus und Sinus machen immer einen Kreis. Ja, das sind genau die Kreisparameter oder Polarkoordinaten. Ja, also die parametrisieren immer den Kreis mit Radius 1. Ja, wenn das der Radius 1 ist, dann steht hier vorne der Kreisradius. Das ist ja, was übliche Polarkoordinaten ausmachen. R mal Kosinus, R mal Sinus. Nun ist aber T, naja, wenn wir das als Zeitparameter nehmen, es ist zeitabhängig. Das heißt, die Kurve, wenn die zeitlich durchlaufen wird durch dieses T, ändert auch den Radius, nicht nur den Winkel. Das heißt, wir verlassen den Kreis mit dem Radius, so größer T wird. Und dann wissen wir, naja, zeitlich wächst der Radius, das heißt, der Kreis wird immer größer. Und was man sich dann vorstellt, ist auf jeden Fall eine Spirale. Also machen wir da eine kurze Skizze. Weil wir beginnen mit dem Radius 0 tatsächlich. Ja, aber 0 ist dann hier und dann wächst der Radius langsam ein und wir durchlaufen den Kreis. Ja, und dann wird der Kreis immer größer. Bei jedem Durchlauf wächst der Radius und damit auch den Kreis und so erhalten wir eine Spirale. Da kann man auch vielleicht so einen Pfeil dran machen, das klar ist, wo läuft die Kurve weiter. Wir haben kein Ende der Kurve, deswegen mache ich jetzt hier die Punkte, dadurch, dass wir von 0 bis unendlich gehen. Das heißt, der Radius wächst immer weiter. Also, die Skizze ist hier einfach eine passende Spirale. So, Teil B war, ist die Kurve regulär? Dann ist immer das Gleiche, was man macht. Man berechnet einfach die Ableitung, die wir mit Gamma-Punkt bezeichnen. Und schauen, ob diese überhaupt verschwinden kann. Verschwinden heißt, ja, verschwinden in der Norm. Das heißt komponentenweise.
Es ist zu betrachten. Beide Komponenten müssen 0 werden. Okay, das ist die Ableitung. Ja, offensichtlich leiten wir einmal hier in der T ab, bleibt der Kosinus stehen und dann in der Summenformel leiten wir den Kosinus ab und das ist minus Sinus T. Ja, also das ist wirklich einfache Produktregel. Ja, also das muss man auf jeden Fall können. Wenn man mit Kurven rechnet, muss man die Ableitungsregeln können, weil die Ableitung braucht man sofort. Ja, sobald die Frage nach regulär ist oder auch den Tangentialvektor, braucht man die richtigen Ableitungen. So, das ist tatsächlich immer ungleich 0, 0. Ja, für alle t aus 0 bis unendlich. Warum das so ist, kann man sich jetzt leicht überlegen. Ja, also das können wir gerne mal so auch als Nebenrechnung hier drunter machen. Also Begründung. Ja, man sollte es direkt sehen. Das kann nie gleichzeitig 0 sein. Wenn das eine 0 ist, hat man da einen Kosinuswert, Sinuswert, das passt mit dem unten da nicht zusammen. Ja, das ist erst, was man sehen soll. Man kann es natürlich jetzt wirklich ausrechnen. Also machen wir das mal. Wenn beides 0 ist, heißt das für die erste Gleichung, dass der Kosinus von t gleich t mal Sinus t ist. Und für die zweite Gleichung heißt es, dass der Kosinus von t, naja, okay, wenn wir jetzt durch t teilen, müssen wir natürlich die 0 ausschließen. Jetzt habe ich das Vorzeichen noch nicht. Minus Sinus von t. So, für t ungleich 0. Das sind die zwei Gleichungen. T ist ungleich 0. Dann schauen wir kurz, was bei t gleich 0 passiert. Na, dann steht hier sowieso nur die 0, also steht da Cosinus t, Sinus t und von 0. Dann ist der Cosinus 1. Und der Sinus ist tatsächlich 0, aber der Cosinus ist 1. Das heißt, das ist wirklich nicht 0, 0, weil die erste Komponente 1 ist. Also t gleich 0 haben wir abgehakt. Also t gleich 0 ist erledigt. Für die anderen Fälle haben wir die Gleichung. Na okay, und dann sehen wir direkt, wir können das auf jeden Fall gleichsetzen auf der linken Seite. Und dann haben wir irgendwas, was von Sinus abhängt. Ja, also schauen wir kurz. Wir haben t und 1 durch t. Das heißt, das können wir auf eine Seite bringen. Dann können wir schreiben, sowas wie t ausgeklammert und 1 durch t mal Sinus von t ist gleich 0. Ja, das heißt, die zwei Sachen gleichgesetzt ergibt genau das. So, und das soll gleich 0 sein. Für t ungleich 0. Das heißt, dass das sowieso immer größer 0. Der vordere Teil. Das heißt, wir brauchen nur den hinteren Teil gleich 0 zu setzen. Und das heißt, der Sinus von t muss 0 sein, damit da wirklich 0 herauskommt. Naja, wenn der Sinus von t 0 ist, sehen wir auch direkt hier, dann fällt der Term weg, aber dann ist der Kosinus nicht 0. Ja, für alle Werte. Das ist ja in dem Fall 0 oder Pi. Ja, und dann hat 2 Pi periodisch, können wir auch wieder minus Pi, also wir könnten auch das Negative gehen. Auf jeden Fall die Nullstellen vom Sinus, vielleicht schreibe ich die nochmal kurz hin, damit das auch gesetzt ist. Also das heißt, t ist zum Beispiel 0 oder Pi, 2 Pi und so weiter. Aber da ist der Kosinus nun mal nicht 0, weil dann ist der Kosinus genau maximal bzw. minimal. Also bei 0 ist der Kosinus 1, bei Pi ist er minus 1 und die Dinge, die wir halt wissen, dass der Kosinus auf jeden Fall nicht verschwindet. Also wenn der Term verschwindet, was sein muss, wenn beide 0 sind, dann ist der Kosinus nicht 0. Ja, und damit steht hier die Zahl. Also nicht die 0. Ja, das ist jetzt ganz ausführlich. Im Prinzip ist das, was wir jetzt hier begründet haben, Sinus und Kosinus können nicht gleichzeitig 0 werden, ist genau das, was man hier qualitativ schon sagen kann. Und dann weiß man schon, dass die Kurve regulär ist. Ja, das ist die Folgerung, die wir jetzt hier hinschreiben. Ganz groß. Gamma ist regulär. Eine regulär parametrisierte Kurve. So, Teil C wollte jetzt die Berechnung von Tangentialvektor und normalen Einheitsvektor. Das hat man schon getan, sobald man diese Ableitung ausgerechnet hat. Das heißt, das ist jetzt eine leichte Rechnung. Ja, also ich schreibe die Formel nochmal hin. Wir dividieren durch den Betrag, um es zu normieren.
Und dann kommt nochmal das, was wir ausgerechnet haben über die Ableitung. Da habe ich das T vergessen. Aber das Vorzeichen ist Minus. Und plus T, Cosinus T. So, kann man es viel leichter aufschreiben. Das heißt, wir können nur noch diese Ableitung vielleicht, also in der Norm, betrachten. Das ist zum Quadrat. Das ist zum Quadrat und das wird addiert. Ja, also gut. Schreiben wir es vielleicht nochmal explizit hin. Das heißt, wir haben Cosinus T minus T Sinus von T. Das zum Quadrat. Plus Sinus von T plus T Cosinus von T zum Quadrat. Und das nochmal in der Wurzel. Deswegen schreibe ich das Quadrat mal dahin. So, jetzt möchte ich es nicht explizit hinschreiben. Die Rechnung sollte man trotzdem machen. Man sieht hier, man bekommt ein Cosinusquadrat, man bekommt hier den gemischten Term und das Sinus und das T zum Quadrat. Und hier haben wir genau das Umgekehrte. Das heißt, im Gesamten haben wir Cosinusquadrat plus Sinusquadrat, das ist 1. Und wir haben T Quadrat, Sinusquadrat plus T Quadrat, Cosinusquadrat. Und das ist auch wieder 1. Ja, also einfach, weil wir wissen, dass Cosinusquadrat plus Sinusquadrat immer 1 ist. Ja, die gemischten Terme fallen weg durch das Vorzeichen. Ja, also das ist eine Rechnung, die ich hier abgekürzt habe. Okay, das heißt, wir könnten das hier noch ausschreiben. Das hier ist einfach 1 plus t Quadrat. Und das ist schon alles, was wir von dem Tangentialvektor wissen wollen. Nun den normalen Einheitsvektor. Naja, wir haben den gleichen Vorfaktor für die Normierung. Was ändert sich? Naja, wir drehen den Vektor ja einfach. Das heißt, wir tauschen den Eintrag hier und geben dem ein Vorzeichen. Und der andere bleibt mit dem gleichen Vorzeichen stehen. Und das ist der normale Einheitsvektor und das andere ist der Tangentialvektor. Also ihr seht, die Aufgabe ist tatsächlich ganz einfach. Es ist wirklich nur eine Rechenaufgabe, für diese Begriffe mal ein bisschen zu klären. Und jetzt gehen wir in der nächsten Aufgabe, gehen wir etwas tiefer darauf ein.